Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Epronus ist am Start und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um den Mingda D2 3D Drucker. Ich hatte euch ja den Mingda MD-16 schon gezeigt, mal den 16 cm Drucker. Und jetzt haben wir eine Nummer größer. Und zwar haben wir jetzt von der Höhe 26 cm und ansonsten 23 und 23. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Wir schauen mal direkt rein auf den ersten Blick. 3D-Drucker Nummer 2. Ich bin immer sehr gespannt. Der kann man wenigstens mal ein paar größere Modelle drucken. Der jetzt so schön auf dem Kasten hat. Ich muss sagen, der Mingda MD-16 hat mir ja schon sehr gut gefallen. War allerdings ein bisschen klein, finde ich persönlich. Man kann zwar auch was Gutes herstellen und von der Druckgenauigkeit her, dadurch, dass es ja der erste 3D-Drucker war für mich, war der auch schon sehr gut. Aber wir wollen jetzt mal ganz kurz reinschauen, was die größere Variante so kann, und zwar der Mingda D2. Auf den ersten Blick fällt uns direkt schon mal was auf. Es ist ein Baukastenprinzip, also kein Desktop-Drucker, der direkt fertig ist. Und wir haben was Wunderschönes, eine magnetische Platte. Ja, ich habe echt mit dem Gedanken schon gespielt, mir eine magnetische Platte auch nochmal zuzulegen. Damit ist es nämlich besser, das wird aufs Heizbett gelegt und das Heizbett erhitzt sich dann, die Platte erhitzt sich dann und ich brauche dann bloß noch zack das Ding abziehen und habe dann nicht das Problem wie bei dem MD16, dass ich da mit Kreppband oder Malerkreppband arbeiten muss. Das ist Gott sei Dank jetzt dann vorbei. Muss ich mir dann also doch nicht in erster Linie so ein Teil holen, auch wenn die Platte natürlich etwas größer ist. Wir schauen mal direkt rein. Wir haben auch hier wieder Zubehör dabei. Zubehör werfen wir gleich nochmal direkt einen Blick drauf. Ich werfe es erstmal hier kurz an die Seite. Wir wollen erstmal schauen, was wir jetzt hier so direkt haben. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich den hier so richtig rauskriege. Wahrscheinlich muss ich es einfach nach oben so hochnehmen, schätze ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt hier so der erste Arm. Den muss ich ja hinterher dann noch festschrauben und an die Motoren anstecken. Da haben wir also hier schon das erste Kabel drin. Das haben sie sich ja auch ganz gewieft einfallen lassen. Wie soll ich das jetzt so rausbekommen? So, das Baukastenprinzip habe ich dann erstmal auseinandergenommen, was schon mal gut ist, wenn man direkt reinfasst, hat man schon mal einmal fettige Hände, denn der ist auf jeden Fall sehr gut gefettet. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen, wie das Ding so daherkommt. Ja, da habe ich einmal so genau reingetatscht. Wunderbar. Ich meine, es ist alles noch sehr frisch. Der ist anscheinend auch noch nicht Probe gelaufen, so wie das aussieht. Das hatte ich ja beim MD16 schon so festgestellt. Der muss vorher schon mal Probe gelaufen sein, weil da ja gelbes Filament noch drinnen hing und das Alupad einfach schon mal zerkratzt war. So, nun ist es auch mein erster Drucker, der ein bewegliches Heatbed hat. Das ist ja schon mal sehr interessant und er ist auf jeden Fall nicht so schwer wie die Desktop-Variante, den MD16. Denn der MD16 ist wirklich verdammt schwer gewesen. 20 Kilo oder so mit einer riesengroßen Holzkiste. Und hier schauen wir mal so direkt drauf. Fällt uns auf, der D2 hat auch vorne wieder so ein schönes Touch-Display. Das ist hervorragend, da bin ich gespannt. Und wir haben auf der anderen Seite nochmal USB. Dann haben wir Quatsch, nicht Mikro, sondern SD-Karte. Soweit auch so gut. Jetzt heißt es dann erstmal zusammenbasteln, das ganze Flaggschiff. So, schauen wir uns jetzt direkt mal an, was alles so inklusive dabei ist. Irgendeine Rolle. Dann haben wir jetzt hier noch so ein kleines Ding zum Einfädeln, damit das Filament halt direkt da reingeht in den Direktextruder. Ja, so, dann sind wir durch. Das war also das Zubehörpaket und natürlich hier noch die schöne Platte, die Magnetplatte. Gucken wir mal. Ah ja. Die sitzt auf jeden Fall gut drauf. Das ist schon mal sehr gut. Kannst du auch nur so ziehen, wie du siehst. Perfekt. Oh ja, die sitzt wirklich gut drauf. Da freue ich mich schon drauf auf die Anwendung, dass ich nicht so das Problem habe mit dem abgebröckelten Zeug von dem Malerkrepp. Wir haben also erstmal ein bisschen PLA dabei. Das ist das ganz normale Druckfilament. Haben wir ja nicht sonderlich viel dabei. Steht hier auch nochmal was drauf. Hier steht nichts weiter. Da können wir unseren ersten Druck mitmachen. Ich bin mal gespannt, ob auf der SD-Karte wieder was drauf ist. Jede Menge Schrauben, eine Ersatzdüse, denn die andere Düse ist ja schon montiert. Wie ich jetzt mittlerweile schon weiß, ist das hier zum Düse entfernen ein Werkzeug. Wusste ich am Anfang auch nicht, aber woher soll man es auch wissen, wenn man es vorher noch nie angefasst hat. Sah ja sehr interessant aus und abenteuerlich. Da haben wir nochmal direkt einen Kartenleser mit drin, universal, perfekt. Mir ist der letzte erst gerade kaputt gegangen. Nochmal einen Spachtel, mal gucken, ob der so gut ist wie der erstverarbeitete. Das heißt, also wenn du damit versuchst, vom Druckbett was abzumachen, gute Nacht. Ja, dann haben wir hier nochmal so einen ganz normalen Knipser. Der ist auf jeden Fall dafür da, um die Filamentenden dann nochmal zu kürzen. Dann haben wir nochmal ein paar Schlüssel hier zum Düsereinigen. Oh, das fehlt mir sogar. Das war beim ersten, beim MD16 nicht dabei. Zum Düsereinigen.
unter heißen Temperaturen. Noch ein paar Imbusschlüssel haben wir dabei. Nochmal ein schönes blaues USB-Kabel. Ich denke mal, da wird dann irgendwas aufgefädelt. Vielleicht, weiß nicht, ob das jetzt hier die Filamentrolle ist oder das hier. Also die Halterung. Keine Ahnung. Muss ich auch mal schauen, was das ist. Ja, soweit so gut. Hier sind noch ein paar Blechstücke. Und ich glaube, eine Anleitung gab es soweit auch nicht. Die gibt es wahrscheinlich wieder auf der SD-Karte, wie ich ja schon in der Vergangenheit beim MD16 rausgefunden habe. Deswegen werfe ich die jetzt einfach mal in den PC und schaue, weil beim letzten Mal waren ja da auch keine Viren drauf. Das wird ja wohl dieses Mal auch nicht der Fall sein. So, ich melde mich direkt jetzt mit dem zusammengebauten D2 wieder. Hat eine ganze Weile gedauert, musste mich erstmal damit ein bisschen auseinandersetzen mit dem Do-It-Yourself-System. Aber es ist dann doch vollbracht worden. Eigentlich nur da oben draufstecken, habe ich gemerkt. Und die Schrauben mit diesen T-Stücken hier fixieren, rechts und links selbstverständlich. Von unten noch zwei Schrauben auf der linken Seite für die Z-Achse und auf der rechten Seite für die Z-Achse auch noch. Auch hier natürlich noch ein kleines T-Stück und dann war es das schon. Ja, ansonsten haben wir soweit eigentlich fast alles dran gehabt. Wir mussten bloß nochmal hier komplett mit dem QR-Code die versehenen Cases hier festmachen. Dabei musste ich noch diesen einen Schalter anschließen. Ich wusste nicht, wo rot und schwarz hin muss. Ich habe es einfach gleich beim ersten Mal richtig gemacht. Jawohl. So muss es sein. Ansonsten gucken wir noch mal ganz kurz hier rein. Musste ich das Gerät bloß noch hier festschrauben mit Hilfe dreier Schrauben mit dem Imbus. Das war ja alles schon dabei. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz, da sind die drei Schrauben. Da oben sind sie. Die musste ich noch mal direkt befestigen und schon ist der Extruder dann auch an Ort und Stelle bei der Z-Achse. Der Filamentdetektor, der mir ja sagt, ob das Filament in einem Stück zusammen ist oder gebrochen ist, der ist ja hier schon oben vorinstalliert. Da musste ich ganz oben, wie ich es vermutet habe, bloß noch die Rollenhalterung draufpacken. Ansonsten Chaos im Hintergrund, jawohl, so muss das sein. Da wartet noch das ein oder andere Paket, welches ran muss. Aber der Drucker hat da auf jeden Fall jetzt erstmal Vorrang, denn der musste erstmal gelevelt werden. Und das sollte sich als gar nicht so einfach herausstellen. Ich mache ihn erstmal direkt an. So, dann gehen wir ganz kurz drauf jetzt hier. So, im Normalverbrauch, wenn er hochgefahren ist, nimmt er sich zu dem MD16 nix, 13 Watt. Dann sehen wir den hervorragenden Touchscreen. Wir gucken mal direkt ohne Beleuchtung drauf, dann macht das Ganze etwas mehr Sinn, wie die Menüsteuerung so ist. Was ich hier ziemlich cool finde, ist natürlich nicht nur die Größe, dass wir hier 23x23 und 26 in der Höhe haben, sondern was mir hier noch viel mehr und viel besser gefällt, ist, dass wir hier natürlich die magnetische Platte haben für das Heizbett. Soweit so gut. Noch viel besser ist aber, dass wir hier endlich eine Beleuchtung haben. Ich musste mir ja sonst immer mit einer Kamera und der eingebauten Beleuchtung vom MD16 zurechthelfen. Hier kann ich allerdings die LED-Farbe sogar einstellen. Wir gucken mal ganz kurz hier rein ins Menü. Die SD-Karte, die hier bei mir nicht gelabelt ist. Ich weiß nicht, was sie hier vergessen haben. Den Aufkleber anscheinend. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich die 4 GB sind. Habe ich gar nicht geguckt. Aber virenfrei. Ansonsten kann man sich auch von der Mingda-Website alles nochmal direkt runterladen. Da ist halt auch eine Aufbauanleitung drauf. Und die Inbetriebnahme nochmal wird dabei angesprochen. Ansonsten, was ganz interessant ist, auch hier haben wir wieder die Endschalter der einzelnen Achsen. Das heißt, wenn der hier zu weit nach links rüber geht, wird er hier irgendwann gestoppt. Geht er zu weit von der Z-Achse nach unten runter, wird er auch gestoppt. Und das Ganze geht natürlich auch für das Heatbed. Da haben wir auch noch so einen Endschalter. Also er kann nirgendwo gegenfahren und sich kaputt rappeln. Das Einzige, wo keine Gegenstücke sind, ist natürlich, wenn der Extruder nach oben fährt. Da muss man aufpassen, sonst biegt es sich. Und das Ding ist ja eigentlich sehr stabil. Und hier vorne darf es auch nicht zu weit gegenfahren. Das wäre nämlich sonst sehr ärgerlich und man hätte ein akutes Problem, dass das Teil dann irgendwann dann doch überschnappt, beziehungsweise dann hier die kleinen ja, Gummieinheiten, Zahnriemen, sage ich mal ganz einfach, dann irgendwann verschlissen sind. Aber es soll ja nicht passieren. Dementsprechend gucken wir uns jetzt die Handhabung erstmal des Menüs an. Wenn wir den Drucker dann eingeschaltet haben, sieht es dann folgendermaßen aus. Ich habe jetzt noch nichts weiter gemacht, außer gelevelt. Und das war doch etwas schwieriger als eigentlich gedacht. Normalerweise dachte ich, hat er hier ein Auto-Leveling, hat er aber nicht. So, einige Minuten später ist es dann vollbracht. Ich habe es jetzt endlich richtig gelevelt gekriegt. Im Endeffekt, ihr wisst gar nicht, das glaubt man gar nicht, woran es lag. Es liegt nicht immer an einer Wasserwaage, sondern es liegt auch an dem Untergrund. Und wenn der Untergrund nicht passt, Leute, könnte machen, was er wollte. Ich habe gerade gesehen, ich musste den Drucker erstmal hier so ein bisschen erhöhen, damit er überhaupt grundlegend gerade steht. Das tut er jetzt. Da sieht man es. Und dann gucken wir mal ganz kurz das Magnetische, die Waage. Ja, in Ordnung. So, wenn wir das Ganze jetzt hier so anschauen, ist auf jeden Fall im Lot. Passt soweit alles.
Jetzt konnte ich auch hier drüben nochmal schauen und jetzt passt es dann auch endgültig, so wie es sein soll. Das ist wirklich immer schwierig zu sehen. Da seht ihr das Ganze schön im Lot drinne. Auf der Seite passt es auch. So, und wie habe ich jetzt gelevelt? Ganz einfach. Also zumindest einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich es von dem MD16 gewohnt bin, weil die Schrauben einfach besser sind, die lassen sich besser drehen. Ich nehme ein dünnes Blatt Papier, jedes normale A4-Blatt, und sobald da Kratzer drauf kommen von der Nozzle, ist es schlecht. Man sieht das Ganze jetzt hier, das darf nicht passieren. Das heißt, ihr macht Folgendes, immer die vier Eckpunkte und die Mitte natürlich. Da wird so lange hin und her bewegt, es darf nicht kratzen. Dann entstehen diese Kratzer auf dem Blatt Papier. Und dann, wenn der Motor aus ist, ganz einfach in jede Ecke fahren, gucken, bewegt sich das? Jo, bewegt sich. Ganz einfach nochmal dahin. Wir machen jetzt gleich mal alle 6 Ecken. So, oder alle 9, sagen wir es mal so. So, da, gucke, da ist das Problem. Ne, halt ist nicht das Problem, jetzt ist das Blatt Papier bloß hängen geblieben, ist alles in Ordnung, weil da hinten ja der Arm ist. Aber hier, guck mal, da an der Stelle, hier vorne wäre es schon wieder zu heavy. Also da zieht er sich so durch und da kriege ich das Ganze nicht so richtig hin. Das heißt, ein ganz bisschen nachdrehen und dann geht es schon viel leichter. Perfekt. So, dann gehen wir hier wieder rüber. Mitte ist auch, na, nee, hier wird es schon wieder schwierig. Na, wir müssen ein kleines Stück hoch. Und dann geht das Ganze. Und jetzt haben wir es geschafft. Alles wieder ganz in Ordnung. Leichtgängig. Und dann hat man gelevelt, sozusagen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gucken mal auf den Bildschirm direkt drauf. Wir gucken mal hier runter. Was kann der Bildschirm uns jetzt hier sagen? Wir haben jetzt hier das ganz normale Menü. Und wir sagen, wir möchten jetzt direkt mal die Home-Funktion testen. Das heißt, Home heißt, er stellt alles wieder zurück auf Standard. Wir drücken drauf. Passiert Folgendes. So, wir schauen mal. Jetzt tarieren sich die X- und Y-Achsen aus. Z-Achse ist runtergegangen. Alles in Ordnung soweit. So, wir können jetzt hier den Motor sozusagen stoppen, wenn ich jetzt hier auf den EM-Stop gehe. Und das brauchen wir jetzt aber nicht. Wir könnten sagen, wir haben alles richtig gemacht. Wir gehen zurück. Und dann müsste es eigentlich schon geschafft sein. Jetzt können wir dann eigentlich das Filament dann direkt einfüllen. Das werden wir als nächstes Mal versuchen, dass wir den ersten Testdruck auch mal absolvieren können. Wenn ich schon gleich das Filament dabei habe, also das PLA, dann wollen wir es ja auch gleich verbrauchen. Ich habe zwar noch ein bisschen Rollen da, aber egal, es ist sogar weiß. Letztes Mal hatte ich dazu, den brauchen wir noch für später mal. Letztes Mal hatte ich hier durchsichtig, das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt hier rein, knipsen das so durch. Da ich jetzt hier keine Rolle für habe, müssen wir das Ganze jetzt hier oben an dem Rollenhalter befestigen. Und dann machen wir das mal hier durch direkt. Da bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt hier so einfach mit verhält. Einmal direkt da so drüber. Jetzt den Filamentdetektor. Da muss ich es eigentlich nur so... Also beim Filamentdetektor oder Sensor bin ich jetzt dann weitergekommen. Für die Jungs, die es noch nicht wissen, oder Mädels, Freunde, habt ihr keine Ahnung davon, macht einfach eins. Nehmt euren kleinen Schneider, schneidet ein kleines Stück ab und euch wird auf jeden Fall geholfen. Ich weiß nicht, warum das Ding eben gerade so rumgebockt hat die ganze Zeit. Jetzt ist es endlich machbar und ich bin glücklich, dass ich jetzt das Filament dann doch nochmal einfügen kann. Das heißt, wir machen Folgendes, wir setzen es jetzt hier drauf, können es jetzt ohne Probleme, ich habe so ein bisschen spitz zugeschnitten, hier durchschieben und es ging vorher einfach nicht. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Aber gut, soweit so gut ist es geschafft. Wir geben also jetzt Strom auf das Gerät erneut und machen dasselbe Spiel wie eben gleich nochmal. Das Menü ist hier etwas anders, als ich das vom MD16 gewohnt bin. Wir kommen ja so im Hauptmenü an und wenn wir so drinnen sind, sollten wir eins beachten. Wir sollen direkt die Nozzle hier volle Power beheizen. Machen wir gleich auf 200 Grad, da kann nichts passieren. Er heizt auch direkt schon hoch. Verbrauch ist derzeit jetzt um die 70 Watt. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Da sieht man es. Um die 70 Watt. Sieht schon mal ganz gut aus. Das heißt jetzt folgendermaßen, während er jetzt hier so feuchtfröhlich hochheizt, sind wir schon bei gleich 80 Grad, gehen wir jetzt hier direkt auf zurück. Und dann muss ich das Ganze jetzt hier über das Menü, über den Extruder manuell machen. Das heißt, wir machen es jetzt folgendermaßen. Gucken wir mal direkt auf die Schärfe drauf. Ich lasse alles so, wie es ist. Muss jetzt bloß gleich hier oben nochmal drauf drücken. So, da kommt das Filament durch vom Detektor. Ist ja alles in Ordnung. Ich muss jetzt Folgendes machen und zwar hier drauf drücken. Wenn er die Temperatur, jetzt hat er sie erreicht, das Ding dann einfädeln. So. Bis nicht mehr geht. Ah ja, da kommt es schon raus. Das ging ja jetzt schneller als beim MD16. Da hatte ich ein bisschen mehr Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Jo,
Das war es nämlich schon. Da wird es schon direkt geschmolzen und kommt unten auch wieder raus. Okay, dann bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Wir drücken mal jetzt hier auf Load. Und nochmal. Ja, das sieht doch ganz in Ordnung aus. Denn ich musste jetzt eigentlich nichts weiter einstellen, außer dass der Sensor mich jetzt hier bestimmt 10 Minuten gekostet hat. Wenn ich jetzt hier drauf drücke auf Load, dann sieht das bei euch natürlich auch so ähnlich aus. Noch einmal loaden. So sieht es aus. Und er pumpt feuchtfröhlich durch und er ist echt leise, finde ich bisher. So, schauen wir noch mal ganz kurz rein. Ich habe ja jetzt hier meine Mingna, da war wenigstens noch das Klebchen drauf, Speicherkarte vom MD16. Und die unterstützen ja beide dasselbe vom G-Code her. Was ist denn das hier? Geht das schwer? Ich hoffe, er zerbrät mir die nicht. Print? Das ist Error. Sehr gut. Ich hoffe, das war jetzt. Steht ja auch nicht drauf. Oh, doch. Steht drauf. Verkehrt rum reingeschoben. Perfekt. Ja. So muss man es auch erstmal können. Jetzt. Ah, Karte ist drin. Ich habe jetzt gerade mal die Standard. Da haben wir Cura D2 Test. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das heißt, wir haben ja. Übrigens haben wir hier einen ganz schönen Touchscreen. Und zwar ist das ein kapazitiver Touchscreen und kein resistiver, weil wir jetzt hier wirklich nur ganz leicht drauf touchen müssen und dann funktioniert das. Das heißt, der ganz normale resistive wie bei eurem Telefon, wenn man das Ganze, kapazitive natürlich, der resistive funktioniert nur mit Druck. Das hatten wir beim MD16, das ist das alte Modell. Und hier haben wir jetzt endlich kapazitiv und dementsprechend funktioniert das besser. So, wir nehmen aber die mal raus. Da haben wir gesehen, die Karte ist soweit in Ordnung. Halt, nicht wieder einwerfen, falsch. Ist ja auch wieder von Drucker zu Drucker unterschiedlich. So, wir gehen direkt drauf. Karte ist direkt integriert. Okay, sagen wir. Wir hätten jetzt gerne natürlich einen Testdruck. Er hat mir hier die Firmware noch aufgezeigt. Die Software ist natürlich auch noch drauf. Videos waren damals auch noch drauf. Und ich habe ja hier schon so ein bisschen was gedruckt. Aber so richtig dachte ich mir, können wir das Ganze noch mal ausprobieren. Nach einigem Hin und Her ist es dann jetzt soweit. Ich habe jetzt noch mal einen G-Code draufgepackt. Und zwar will ich jetzt noch mal so ein kleines Häufchen wie von WhatsApp einfach mal schnell drucken. Allerdings ist mir da eins schon aufgefallen. Und zwar, ich müsste erstmal ganz schnell die Temperatur einstellen. Ich mache sie einfach mal direkt auf 190 Grad und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Das Hotbed wird gerade hochgeheizt, genau. Der aktuelle Verbrauch, der ist echt nicht von schlechten Eltern. Der zieht sich jetzt doch schon etwas mehr hoch. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Jetzt im Moment sind wir bei 300 Watt, also der verbraucht da mit dem Hotbed doch schon etwas mehr, als man natürlich das von dem MD16 gewohnt ist. Das ist, denke ich mal, auch ganz klar. Wie soll das auch anders sein? Denn das Ding ist ja einfach mal viel größer. Hat ja 10 cm mehr vom Hotbed. Okay, 300 Watt, dabei bleibt es. Wir gucken in der Zeit mal wieder hier rüber, was er sich denn jetzt so noch genehmigt. Das Hotbed hat gleich die 60 Grad erreicht und die Nozzle ist gleich bei 190 Grad. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze so aussieht. Wir sind dann wieder normal im Menü drinnen. So sieht der Spaß dann aus. Und ach, hier kann ich dann auch. Das Bett ist 52 von 60 Grad und TO ist also der Extruder 185 gleich 90 Grad. Hier ist die Zeit. Z. Keine Ahnung, was das jetzt direkt ist. Ach so, doch, das sind die Z, X und Y-Achsen. Die sind auf 0 im Moment. Da hat er recht. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Erster Druck. Oder geht das nach hinten los? Bin ich jetzt mal gespannt. Was kann ich hier eigentlich einsehen? Ah, hier kann ich nochmal die Geschwindigkeit, den Fluss in Millimeter pro Sekunde auslesen. Nochmal die Geschwindigkeit. Okay. Wie schnell er sich rechts, links, hoch, runter bewegen kann, soll, macht, tut. Und jetzt nach fast 2 Minuten müsste er doch eigentlich mal langsam anfangen. Mal gucken. Oh ja, das Bett wird aber sehr schnell warm. Da bin ich jetzt gar nicht so drauf vorbereitet gewesen. Im Gegensatz zum MD16 geht das jetzt hier wirklich um einiges schneller. Und da heult er nochmal ganz kurz auf und heizt nochmal direkt hoch. Baby Step. Moor, was können wir da eingucken? Ah, okay, hier können wir die Farbe der LED dann nochmal einstellen. Achso, er ist gerade dabei. Bitte warten. Okay, alles klar, dann bin ich dabei. Und wir warten einfach noch weiter und wenn es losgeht, zeige ich es euch. Oh, es beginnt. Der ist aber leise. Also, das ist ja gar kein Vergleich zu dem, was ich jetzt hier so gewohnt bin. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es im Endeffekt filmen werde. Aber da geht es auch schon los. Das sieht doch schon mal relativ vernünftig aus. Komm mal her, hier. Weg damit. Ich hoffe, es lässt sich dann auch genauso einfach ablösen hinterher.
Ich habe jetzt natürlich auch nicht direkt die Mitte getroffen, aber das ist, denke ich mal, relativ egal. Wir sind jetzt dabei, das Ganze zu verfolgen, und in der Zeit gucken wir noch mal ganz kurz hier einmal nach unten runter. So. Also der ist wirklich leise. Also ich weiß nicht, der MD-16 wurde ja mit einem schlafenden Baby, ich muss es immer wieder so sagen, beworben. Ich würde den immer wieder nehmen, den D2. Es ist einfach genial. So, wir haben jetzt hier die Prozentanzeige. X, Y und Z-Achsen, wie sie hier durchgehen. Das ist soweit ganz klar und verständlich. Stopp könnten wir drücken, wir könnten Pause drücken. Er kann übrigens beim Drucken wieder aufnehmen, sage ich mal jetzt, die Arbeit. Ich weiß nicht, ob sich das für den Stromausfall auch eignet. Das glaube ich nämlich nicht. Aber Pause und wieder aufnehmen konnte der MD-16 ja auch. Werde ich nochmal den direkten Vergleich machen. Ja, soweit, so gut. Wir schauen nochmal ganz kurz hier oben hin. Er hat gleich die Brimplatte direkt schon fertig gemacht. Wir machen mal einfach mal hier das eine Licht aus. Ich weiß noch nicht so richtig, ob man das dann ganz gut erkennen kann. Aber die Details sind definitiv schon da. Was ja richtig fancy ist, ist, dass das Licht hier einfach mal wechseln kann. So seht ihr es dann nochmal direkt so von mir aus der Perspektive. Und so seht ihr es, wie es beleuchtet wird. Der ist ja ultra leise. Das Einzige, was hier oben Krach macht, ist das Filament, was nochmal nachrutscht da oben. Der Detektor arbeitet auch zufriedenstellend. Also ich bin jetzt schon ziemlich glücklich damit, muss ich ganz ehrlich einfach mal so sagen. So, jetzt gucke ich in der Zeit mal hier ins Menü nochmal rein. Wir gucken mal, dass wir das hier beides drauf kriegen. Ihr seht oben den Druck und unten hier den Touchscreen. Genau, gucken wir mal so rein. Wir gehen jetzt mal auf More, LED-Color, Rot. Das hat nämlich vorhin auch irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Grün? Mach doch mal. Ah, jetzt ist Rot. Das dauert wohl eine Weile. Ach so, Mama weiß. Weißes Licht? Oder wechselt er jetzt einfach nur so durch? Ich meine, es ist total cool. Das muss man einfach mal sagen, dass es hier geht. Machen wir mal auf Aus. Kann man die LED auch ausschalten? Oder geht es einfach nicht? Also ich muss auch mal sagen, dass das mit der Druckplatte eine richtig coole Idee ist. Dass das hier einfach so ineinander harmoniert. Und ich muss sagen, ich habe ihn auf jeden Fall ganz gut gelevelt, so wie es aussieht. Ist aber auch ein super Feindruck, wenn ich mich jetzt nicht täuschen sollte. Ich werde einfach nochmal direkt drauf schauen. Ich habe 8% Infill genutzt, einfach mal um zu schauen, wie weit kommst du mit dem Ding und kann der was oder kann der nichts. Wir sind jetzt standardmäßig im Verbrauch gut und günstig dabei, sage ich mal. Wir schauen mal ganz kurz rüber. Ja, er heizt natürlich immer wieder hoch, das ist klar. Aber ich will ja auch den Testdruck jetzt nicht verhunzen, indem ich jetzt das Heatbed gleich wieder runterreguliere. Das sieht doch schon ganz gut aus. Der ist sogar noch sparsamer jetzt als der MD-16, sage ich mal. Weil der ist dauerhaft bei 60 Watt gewesen. Kommt natürlich immer darauf an, wie gesagt, das Heizbett wird auch Strom benötigen, ordentlich. Jetzt weiß ich allerdings nicht, das kann ich auch nicht rauslesen, ob das Heizbett hier auch mit 12 Volt beheizt wird, wie beim MD-16. Ich denke schon, deswegen dauert es etwas länger, aber es dauert noch lange nicht so lange, finde ich. Vielleicht sind es auch direkt die 230 Volt Anbindung. Ansonsten schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Aber trotzdem hier bei der Lichtsteuerung, das weiß ich jetzt auch nicht hier. Irgendwie, vielleicht muss ich das vorher einstellen. Er sagt mir ja oben immer, busy processing, busy. Ja, kannst du ja, ist ja schön. Aber egal, wichtig ist, die Beleuchtung ist auf jeden Fall da. Für mich hat es auf jeden Fall was. Die Lüfter sind eigentlich sehr in Ordnung, nicht extrem laut, wo man jetzt hier was gegen sagen könnte. Allerdings sehe ich da gerade den ersten kleinen Fehler. Was macht er denn da? Gucken wir mal ganz kurz dahin. Mal sehen, ob wir das scharf gestellt kriegen. Irgendwie biegt sich das kleine Häufchen da hinten ein bisschen hoch. Aber er wird schon wissen, was er da macht. Also ich will es jetzt auch nicht verändern. Ich habe es auch einfach nur ganz klein und minimal eingestellt. Gucken wir mal ganz kurz ohne Licht rein. Ja, das farbliche Licht macht es fürs Aufnehmen auch nicht unbedingt besser. Bin gespannt, wie das Endergebnis im Endeffekt dann aussieht. Wir gucken nochmal direkt in der Zeit ins Menü rein. Das ist ja auch wirklich jetzt nur ein sehr schneller Druck gewesen. Es werden viele weitere Drucke folgen, die ich dann auch noch auf Instagram noch mit posten werde und dann nochmal ein Allgemeinvideo machen werde zwischen den verschiedenen Druckern und die Endergebnisse. Sieht doch schon richtig gut aus, muss ich sagen. Und was ist hier bei Baby Step eigentlich der Fall? Ich will eigentlich gleich drücken, aber ich mache es trotzdem. Baby Step, ah so, kann ich jetzt hier auf 0,1 mm direkt alles einstellen. Da ich jetzt aber nichts verhunzen will zwischendurch und wir den ersten Testdruck erstmal abwarten wollen, werden wir uns den ganzen Spaß hinterher dann nochmal anschauen, wenn er denn fertig ist. Ich kann jetzt schon bei dem Häufchen schon den kleinen Mund erkennen. Das ist ja echt cool.
Ich denke mal, ich schalte einfach nochmal in den Zeitraffer rein und ihr guckt euch das Ganze an, bis es dann gleich fertig ist. Einige Minuten später ist es jetzt vollbracht. Es ist fertig. Er sagt mir jetzt allerdings im Display noch was. Ich muss warten, bis die Temperatur weniger ist als vorgegeben. Dann kann er erst zum Auto-Shutdown generieren. Okay, wir machen einfach mal bestätigen. Shutting down. Okay, das war es an der Stelle dann auch schon. Jetzt haben wir geguckt. Ich hatte das kleine extra fein, nee, ach, Infill hatte ich genau, 8%, das Häufchen. Aber 0,06 Infill hatte ich also hier nochmal die Möglichkeit. Dann habe ich hier noch einen Baby Groot, den ich soweit drucken kann. Es werden auf jeden Fall noch einige Drucke kommen. Jetzt bin ich aber erstmal ganz gespannt, wie das hier aussieht. Komm mal ganz kurz her hier. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich dachte irgendwie, es ist auf der anderen Seite etwas schief. Guck mal, ah, das lässt sich ja gut ablösen. Das ist ja wirklich gut. Perfekt. Irgendwas hat er hier, ich weiß nicht, was hier passiert ist auf der Rückseite. Aber gut, ist der erste Ausdruck gewesen. Vielleicht ist das noch nicht so ganz, der Materialflow war noch nicht so perfekt. Aber ich glaube, das war doch noch nicht das Feinste an Details, was er kann. Ich habe es auch noch nicht perfekt eingestellt. Aber es sieht schon ganz gut aus. Wenn ich mal gucke, was der MD16 geleistet hat. Ja, jetzt ist mir alles klar. Und zwar ist das hier der Ausdruck vom D2. Das ist also nicht super fein gewesen, habe ich mich getäuscht. Und zwar ist das hier die 0,2 mm oder irgendwie auf jeden Fall normal, nicht sonderlich gut, wenn wir hier nochmal direkt schauen. Das war super fein auf dem MD16, das war nicht ganz so fein auf dem MD16. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz hierher, ein bisschen schärfer. So sieht der jetzt also aus vom D2, irgendein mit 8% Infill, den ich gerade gedruckt habe. Dann kommt, wie gesagt, der super feine vom MD16 und hier nochmal der nicht ganz so feine vom MD16. Ah, dann habe ich schon mal einen Vergleich. Dann kann ich den ja nochmal im Superfein ausdrucken, um direkt einen Vergleich zu bekommen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Rückseite. Ach nee, und es stimmte tatsächlich. Guck mal, ich war völlig irritiert. Gut, dass ich die schon ein paar Mal gedruckt habe. Es stimmt, die haben hinten einfach, weil es ja ein Haufen ist, ein Loch. Und den hatte ich ja nun gerade eben gedruckt. Dann passt das ja doch ganz gut. So, vielleicht mal in die Kamera halten. Dann ist ja doch alles in Ordnung. Ich dachte, da war irgendein Fehler drin. Ah nein, es ist schon vollkommen richtig, so wie man das jetzt hier so sieht. Ja, das war jetzt der allererste Versuch. Da fliegt er auch schon direkt runter. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass er wieder runterfällt, dass er die Augen ziemlich gut mit generiert hat. Mensch, was ist los, Autofokus? Mach mal Gas jetzt hier. Die Augen sind auf jeden Fall wieder dabei. Das hat wunderbar funktioniert. Hat auch hier beim MD16 sehr gut funktioniert. Und wenn ich jetzt mal so schaue, da beim anderen MD16 nicht ganz so fein waren, ist schon ein Auge abgefallen. Es hat halt nicht ganz so gut gehalten. Aber perfekt. Somit kann ich jetzt also den Testdruck weiterhin starten und werde euch dann nochmal präsentieren, welche Figuren ich mit dem D2 auf jeden Fall noch so schön drucken kann. So, als krönender Abschluss habe ich jetzt hier direkt erstmal alles offenbart, was ich bisher jetzt hier schon mit dem Mingda D2 gedruckt habe. Es ist noch nicht sonderlich viel, aber wie gesagt, es wird ja auch, ich sag mal so, alle paar Tage etwas mehr. Die Thinkverse-Nummern, die habe ich dann bei Instagram auch gleichzeitig nochmal mit eingeblendet. Das heißt, wer da ein bisschen Interesse hegt, sowas Ähnliches, Praktisches nochmal nachzubauen, der sollte sich wahrscheinlich dann doch mal daran orientieren. Also ich bin ganz erstaunt, was es da auf Thinkverse so für kleine Sachen gibt, die man sich selbst ausdrucken kann. Da bin ich unter anderem jetzt über das kreditkartengroße Besteck gestolpert. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Messer, wir haben hier eine Gabel und das Ganze mit einem, also ein Göffel gleichzeitig, Löffel, Gabel, Messer, ist einfach ultra kompakt, kann man sogar ins Portemonnaie mit reinpacken und kann man auch in jedes Auto packen, sage ich mal als Beispiel. Finde ich persönlich eine ultra geniale Sache. Mal ganz kurz hier eine Lampe geholt, um mal zu zeigen, wie dick das Ganze so ist. Ich habe es mit einem 20er Infill erstmal gedruckt, damit ich erstmal ein Gefühl dafür bekomme und ihr seht schon selbst, ja, da sieht man ein bisschen hohle Stellen drin, aber es ist trotzdem stabil. Das glaubt man sonst nicht, aber hier, ich meine, wenn man da jetzt nicht gleich unbedingt ein Brot versucht mit durchzuschneiden, funktioniert das. Also als kleines Gadget und als kleine Spielerei zum Verschenken als Beispiel ist das wirklich gar nicht mal so übel. Als nächstes kommt dann hier eine Plätzchenform von Chase von der Paw Patrol. Ziemlich cool, auch mit einem 20er Infill. Ich weiß noch nicht, ob ich das hätte ich mit 100% Infill drucken müssen. Bisher macht es auch eine ziemlich stabile Erscheinung. Es ist noch nicht ausgegratet. Das muss ich also gleich oder muss ich im Anschluss noch irgendwann so langsam mal tun. So kam es aus dem Mingda D2 direkt raus. Auf jeden Fall sauber gedruckt. Wenn man das Ganze jetzt so sieht, wird man sich denken, ja gut, und nun?
Dann habe ich natürlich von Draco Malfoy einen Zauberstab gedruckt. Den habe ich hochkant gedruckt. Da werde ich euch das, ich glaube, ich habe das Video sogar schon. Ich werde es einfach nochmal einblenden, wie der vorher aussah. Logischerweise ist der weiß gewesen. Ich habe ihn dann hinterher noch bemalen lassen im Auftrag. Und das ist echt genial. Das heißt, der stand so und wurde von unten nach oben hochgedruckt. Da war ich schon echt begeistert, dass das schon so funktioniert. Ansonsten, des Weiteren, habe ich hier einmal einen Millennium Falcon. Und zwar als Schlüsselanhänger kann man den später nutzen. Den habe ich extra klein gedruckt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie rum muss das Ganze eigentlich so sein. Das muss hier, glaube ich, in der Mitte. So, das hier so rüber. Das ist so zum Basteln. Hier soll noch ein Metallring später rein. Und dann funktioniert das Ganze, wenn man es zusammengeklebt hat. Okay, hier vorne, da hat er bei den Feinheiten etwas Komplikationen gehabt. Aber es ist auch wirklich mini klein gewesen, wenn man das jetzt hier mal so sieht. Da hat man ganz kurz auch hier die Lampe hinter, um mal einen Blick drauf zu werfen. Also die Details sind auf jeden Fall da. Vorne nicht ganz so, weil es nur die erste Schicht war. Das ist also wirklich sehr wenig gewesen. Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Auch mit einem 20er Infill gedruckt. Hätte man wahrscheinlich auch einen 100er nehmen können, sollen, dürfen. Egal. Ansonsten muss ich sagen, bin ich echt begeistert, was man da so alles für Sachen rausholen kann. Echt genial und was für eine Detailarbeit dabei ist. Na gut, das kommt so nicht gut zur Geltung. Da müssen wir das Ganze so probieren. Hier oben hat er einmal draufgeklickt. Nicht weiter schlimm. Aber sieht doch schon mal auf den ersten Blick gut aus. Man weiß, was es sein soll. Ja, dann geht's weiter. Ich habe mich jetzt an den Litho Planes oder an der Litho Flani, wie man das hier nennt, nochmal dran versucht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde euch auch nochmal das echte Bild dazu einblenden. Da ist auch wirklich, da kann man auf jeden Fall was sagen. Also definitiv cool. So, wir gucken mal, machen wir das Licht aus. Ich habe mir jetzt angewöhnt, zwar werde ich die Dinger bei mir beleuchten, dann sieht das nämlich so aus später. Also ein Foto aus dem 3D-Drucker draus gefällt mir zum Beispiel ziemlich gut und ihr seht sogar Feinheiten und das ist wirklich krass. Also da war ich wirklich erstaunt, was man da machen kann. Auch bei der nächsten jetzt hier, auch das Bild werde ich euch nochmal in echt einblenden, wie das aussieht. Wirklich genial. Wer sich jetzt dafür interessiert, sollte definitiv dranbleiben. Ich werde das ein oder andere Video noch zum 3D-Druck machen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall auf eine Fährte aufgesprungen. Und 100% Infill übrigens ganz wichtig. Und weißes Filament habe ich dafür genutzt. Ich habe übrigens hier die Option einfach ein bisschen angepasst. Hier habe ich einfach den Druck früher abgebrochen. Warum? Ganz einfach deswegen, weil das Bild eigentlich zu Ende war und hier oben nur noch Himmel und Wolken gekommen wären. Und ich fand das mal cool, mal was anderes so zu sehen, anstatt jetzt hier das Bild noch so hochdrucken zu lassen. Zurzeit, sage ich mal so, braucht man da wirklich 4 bis 6 Stunden, je nachdem, wie groß das Bild denn wird. Also ich muss sagen, der hat hier schon 4 Stunden gebraucht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber das war schon ganz ordentlich. Ja, wie gesagt, wer dazu Fragen hat, gerne in die Comments rein. Ich bin da noch so ziemlich am Anfang, belese mich noch und probiere so einige Einstellungen aus. Moin. Und das fand ich ganz cool, wenn man sowas später mal in der Schrankwand hat. Diese kleinen Beleuchtungs-LEDs jetzt hier, werde ich euch unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die habe ich schon eine Ewigkeit. Die hat einen Touchschalter, wenn man das so möchte. Und wenn die Powerbank dazu interagiert, kann das Ding bis zu 13 Watt simulieren. Und da gibt es die Dinger natürlich in allen möglichen Größen und Formen noch mit 1 Watt oder mit 2, 3 Watt hier oder natürlich noch in verschiedenen anderen Art und Weisen. Wo habe ich denn jetzt hier das andere Ding? Das ist auch ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man wirklich ein bisschen was mit zaubern. Und wenn man so auf Akku sowieso steht, und ich habe ja nun die ein oder andere Powerbank, kann man die wunderbar von hinten beleuchten. Das kommt dann immer auf den Farbgrad oder den Farbraum drauf an, wie man das so möchte. Also ich finde es auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Da kann man abends auf jeden Fall richtig schön Gemütlichkeit mit transportieren. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein zum Minga D2. Der kleine Frechdachs hat sich jetzt hier bei mir direkt eingelebt, wie man das jetzt hier so unschwer erkennen kann. Das ist wirklich ziemlich praktisch. Der steht jetzt sozusagen bei mir auf dem Dachboden. Da stört er keinen. Der ist sowas von leise, wenn ich überlege, wie der MD16 dagegen Krach macht. Muss man einfach so sagen, habe ich in den letzten Tagen nur den D2 noch benutzt. Den MD16 kann man benutzen, wenn man kleinere Sachen noch vorhat. Da ist mein letztes Projekt an der Stelle dann auch gescheitert. Ein kleiner Halki. Aber wer da Instagram hat oder nutzen möchte, der kann gerne mal reinschauen. Da werden die ein oder anderen Posts noch in den nächsten Wochen und Monaten kommen, weil das wirklich ziemlich spannend ist, was man mit einem 3D-Drucker so alles erschaffen kann. Jetzt bin ich aber erstmal raus und sage bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.